Na, als hier der ganze Schrott abgerissen wurde gerade hier, um das Ding zu bauen hier. Na, so sah das noch aus hier. Na? Hier. So sah die Stadt Wetzlar noch in den 80er Jahren aus. Hier. Na? So, und in dem Haus hier wohnte die Lina Wollmann hier. Da. Genau in dem, was es nicht mehr gibt, hier nebenan. Na? So, jetzt am 11. Juni 1943, oh, genau ein Jahr bevor ich geboren wurde, musste sich Lina Wollmann, geborene Leon, war auch eine der Leon-Töchter, in Frankfurt melden. Eine Augenzeugin gab dazu an, Zitat, die Ehefrau Lina Wollmann, geborene Leon von Wetzlar, Brotschirm 12a, kannte ich seit ihrer Kindheit und habe sie bis zu ihrer Deportation oft gesprochen. Am 10. Juni 1943 erfuhr ich von anderen Leuten, dass Frau Wollmann sich in Frankfurt am Main melden sollte. Daraufhin bin ich zu Frau Wollmann gegangen, um mich von der Richtigkeit dieser Angaben zu überzeugen. Ich traf sie auch in ihrer Wohnung an. Sie bestätigte mir unter Tränen, dass alles wahr sei und legte mir eine Karte vor, Postkarte, auf der stand, dass sie sich am 11.06.43 in Frankfurt am Main melden solle. Auf den Absender der Karte habe ich nicht geachtet. Am nächsten Tag sagte mir ihr Ehemann, der Müller Fritz Wollmann, dass sein, ich glaube, der war an der Bielermühle beschäftigt, dass seine Frau nach Frankfurt am Main gekommen sei. Ich habe Frau Wollmann seitdem nicht mehr gesehen. Und eine weitere Zeugin berichtete 1951, die Ehefrau Lina Wollmann, geborene Leon, war eine gute Bekannte von mir. Anfang 1943 traf ich morgens Frau Wollmann in der Stadt. Sie sagte mir, dass sie am nächsten Morgen nach Frankfurt fahren müsse und bat mich, sie abends noch einmal zu besuchen. An demselben Abend besuchte ich Frau Wollmann. Sie erklärte mir während dieses Besuches nochmals, dass sie sich am nächsten Morgen in Frankfurt am Main melden müsse. Als ich mich von ihr verabschiedete, sagte sie mir, ich komme wahrscheinlich nie mehr wieder. Seitdem habe ich von Frau Wollmann nichts mehr gehört. Am nächsten Morgen kam aber alles anders. Ein Augenzeuge berichtete 2005, meine Eltern besaßen mehrere Häuser am Brotschirm in Wetzlar. Wir selbst wohnten zusammen mit der Familie Wollmann im Hause Brotschirm 10. Lina Wollmann, geborene Leon, war Jüdin. 1943 stand eines Morgens gegen 6 Uhr plötzlich ein Polizeiaufgebot mit Gestapo-Leuten vor der Tür. Sie haben Lina Wollmann einfach aus ihrer Wohnung geholt und dann abgeführt. Das alles kam so plötzlich, dass ich glaube, niemand hat vorher von dieser Aktion gewusst. Alle Erwachsenen und wir Kinder standen danach im Hausflur und haben geheult. Zitat Ende. Niemand weiß, warum Lina Wollmann am Morgen des 11. Juli 1943 in ihrer Wohnung in Wetzlar verhaftet wurde, obwohl sie eigentlich am selben Tag zur Gestapo nach Frankfurt gemusst hätte. Vielleicht war es aber ihre Gesprächigkeit vom Vortag gegenüber anderen Personen gewesen, welche die Wetzlar Gestapo auf den Plan rief. Jedenfalls hatte offensichtlich niemand mit dieser Verhaftungsaktion gerechnet.